Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Unboxing der Fairy Box für den Monat Mai. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ich habe meine Fairy Box bekommen für den Monat Mai und ich stand ja eine Zeit lang auf der Warteliste. Wenn ihr euch also für ein Abo interessiert bei der Fairy Box, dann muss man sich erstmal für die Warteliste registrieren lassen und sobald ein Abo frei wird, wirst du informiert, ob du die Fairy Box haben möchtest. Die Fairy Box kommt in diesem Karton. Verschlossen oder zusammengehalten mit einem, ich weiß nicht, was das für ein Band ist, ist auf jeden Fall kein Plastik, und hier dran hängt die Produktkarte mit den ganzen Angaben zum Preis und ja, Produktnamen und so weiter, also alles, was sich in der Fairy Box befindet, steht hier drauf. So, ja, dann werde ich sie jetzt einfach mal öffnen. Und ich bin schon sehr gespannt. Kommt dann so mit grünen, wie nennt man die, Chips. Finde ich gut, denn meine Kinder können damit auch basteln. Wenn man die nämlich anlegt, dann kleben die zusammen und dann kann man da schöne Figuren rausbasteln. Das erste Produkt, was ich herausnehme, das ist ein Hair and Body Wash, Green Citrus, 150 ml sind drin, Go and Home heißt die Firma, kenne ich nicht. Das ist wohl aus Österreich, ja, das ist ein Produkt aus Österreich, made in Austria. Und hier steht Green Citrus, erfrischt und pflegt Haut und Haar mit natürlichen Hirseproteinen und Zuckertensiden, egal ob unterwegs oder zu Hause. Ja, sie riecht wirklich sehr schön nach Zitrone und ich freue mich aufs Testen. So, dann haben wir noch Chips und Chips. Das nächste Produkt ist von I+M Hydro Perform Augenbalsam. Ah, Augenbalsam mit Aloe Vera und Hyaluron. Der zarte Balsam mildert Trockenheitsfältchen, Aloe Vera und Hyaluron. Versorgen intensiv mit Feuchtigkeit. Ja, finde ich gut. Augenpflege benutze ich und da freue ich mich auch sehr darüber. Das nächste ist eine dekorative Kosmetik von der Firma Boho. Was ist denn das? Terracotta. Terracotta. Made in Italy. Jetzt muss ich mal eben schauen, was das ist. Ah, hier. Der feine Puder lässt sich leicht auftragen, schützt deine Haut und spendet Feuchtigkeit. Der wundervolle Terracotta-Ton verleiht dir einen natürlichen, wundervollen Look, basiert auf Olivenöl, Aprikosenöl, Sucrose, Estern und Wachs. 100% natürlichen Ursprungs. Ich finde, das sieht wirklich sehr hübsch aus. Die Verpackung ist aus Pappe. Da hatte ich schon mal einen Eyeliner drin in der Vegan Beauty Basket von Boho. Da war die Verpackung nämlich auch aus Pappe. Zumindest die äußere Verpackung. Und wenn ich das jetzt hier öffne, da ist nur Pappe drumherum. Finde ich gut. Ja gut, hier oben ist Plastik. ja, darüber freue ich mich auch sehr. Dann als nächstes was Kleines. Was ist das? Das ist eine Bio-Lippenpflege Kirschblüte von Dr. Bronners. All-in-One Familientradition, bla bla bla. Ich guck mal eben. Das ist ein, denke mal, ein ganz normaler Lippenpflegebalsam.
aus biologischen Jojoba, Avocado und Hanfölen sowie natürlichem Kirschblütenaroma. Pflegt und regeneriert die Lippen auf natürliche Weise. Finde ich gut, kann man immer gut gebrauchen und freue ich mich auch sehr drüber. Ah ja, ein Stift, okay. Und zwar ist das ein, da steht alles auf Italienisch drauf, Rosalina Matita Labbra con Colori Naturali, Castagna. Montalto Natura Solo Cosmetici Vegetali. Keine Ahnung, ich kann kein Italienisch. Das ist. Was ist das für ein Ton? Das ist ein. Montalto Lip Liner. Ah, okay. Das ist ein Lip Liner. Und finde ich gut. Die Farbe kann ich jetzt gar nicht definieren. Das ist eine Kastanienfarbe oder ein dunkelbraun mit einem Rotstich drin. Für die Lippen. Ich glaube, so eine Lippenstiftfarbe habe ich nicht, aber ich werde es trotzdem mal austesten. Da freue ich mich auch sehr drüber. Ja, das war es dann auch schon. Das andere, das sind alles hier diese Mais-Dinger, Mais-Chips. Und ja, ich rechne mal eben den Gesamtpreis zusammen. Dip, 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 dip. Im Gesamtfazit kann ich sagen, dass ich mich sehr darüber gefreut habe, über die Produkte. Da ist alles mit dabei, für die Haare, für den Körper, eine Pflege für die Augen, eine Lippenpflege und zwei dekorative Kosmetikteile. Und von daher freue ich mich schon über die nächste Box. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.